So, liebe Leute, eine Nacht und einen kleinen Hobbit später bin ich wieder da, um das Spiel fortzuführen. Continue. Und da sind wir. Ich habe es nämlich gestern irgendwie nicht mehr geschafft, weiterzumachen. Ich glaube, ich war hier gerade dabei, mich zu reparieren, also mich zu heilen, würde ich sagen. Und das werde ich denn jetzt auch gerade mal tun, leider. Also ich gucke mir gerade mal um. Ich habe leider nicht mehr ganz so den Überblick, was hier eigentlich passiert ist. Aber anscheinend habe ich dieses Schiff qualifiziert um das Leben gebracht. Gumpo ist der Engine Master, so, und Fenn ist der Schildmaster, genau, so. Mal gucken, wohin es jetzt geht. Aha, da ist eine Quest. Ja, dann springe ich doch mal dahin, ne? Ich glaube, das war. Wir haben da gerade, glaube ich, jemanden. Ach man, diese Drohne, die gefällt mir nicht. Ich glaube, wir haben. Oh, ich hab. Wie mache ich das? Raketen sind günstiger als Drohnenparts. Nehme ich jetzt den Burst Laser und warte ein paar Sekunden? Oder. Ja, ich werde mal eine Small Bomb auf ihr Waffensystem packen. So, genau, machen wir das so. Ich habe gerade überlegt, ist es sinnvoller, einen Drohnenpart zu benutzen oder eine Rakete. Ich würde aber sagen, ihre Rakete ist ja trotzdem eingeschlagen und ihre Raketenwerfer ist immer noch aktiv. Das ist nicht gut. Genau, eine Rakete ist günstiger als ein Drohnenpart, aber so im Nachhinein wäre wahrscheinlich die Defense-Drohne die bessere Wahl gewesen. Naja, ich werde jetzt mal meinen Burst Laser Mark 3 einsetzen und ich habe hier. Muss noch diese Drohne. Maxim heißt. Nee, stimmt gar nicht. Wow, mein. Was ist denn hier? Warum? Interessant. Ich glaube, es gab ein neues Update für FTL. Und jetzt sind anscheinend hier Räume anders. Genau, es gab nämlich wirklich eben ein Update. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Deswegen werde ich jetzt mal noch eine Defense-Drohne aktivieren. So, genau. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert, was wir nicht verantworten können. Ja, und zwar sind diese Räume hier. Na, ist es jetzt bald mal repariert, Leute? Was ist hier los? Ich muss die jetzt gerade mal in die Medbay schaffen. Und zwar schnell, hoch mit euch, sehr gut, Medbay. Warum schießt der eigentlich nichts? Hallo, Autofire. Wie wäre es mal mit dem Deaktivieren von diesem doofen Waffensystem? Hallo? Was ist denn hier los? Warum geht hier denn nichts? Wird mich diese Drohne jetzt umbringen oder was? Oder wie sehe ich das? Oder was? Oder wie? Meine Güte, also auf jeden Fall sind ja einige Sachen passiert, in dem irgendwie geht gleich die Krise. Es sind anscheinend einige Updates passiert in diesem Patch, und zwar sind die Räume jetzt hier anders eingefärbt und das Autofire ist auch irgendwie anders eingefärbt und überhaupt. Burst Laser, wenn du jetzt irgendwann mal dafür sorgen könntest, dass dieses Waffensystem komplett ausfällt, wäre ich sehr verbunden. Aber irgendwie kriegt das nicht hin. Wenigstens muss ich keine Angst haben. Ich kriege echt gleich die Krise. Ich glaube, ich springe hier einfach mal weg. Das ist mir jetzt zu blöde. Ich springe erstmal zum. Soll ich zur Quest springen? Okay, mir ist die Quest jetzt erstmal egal. Ich springe jetzt zum Ausgang. Ich muss mich erstmal irgendwie heilen und das ist mir alles jetzt zu risky hier. Eine Anti-Person-Drohne, vielen Dank dafür. Erstmal muss ich mich hier heilen. Boah, was ist denn das gewesen? Ich glaube, ich sollte meine Spiele nicht einfach so unterbrechen. Die beiden müssen hier auch mal heilen. So, Ingi rüber und ja. Nee, also irgendwie nicht, das läuft ja überhaupt nicht gut hier. Naja, gut, auf jeden Fall ist es so, dass ich mir nach dem nächsten Episodenende, also in ungefähr 10 Minuten, da kann ich mal gucken, ob ich irgendwelche Patch Notes finde. Und dann berichten, was es Neues gibt. Genau, vielleicht wurden hier gerade, während ich hier spiele, meine irgendwelche Werte verändert, die wichtig für mich wären, sowas wie, ja, Manten oder Mantis machen nun viel weniger Schaden als vorher. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay, ich kann mich hier leider nicht heilen.
deswegen springe ich mal jetzt einfach in den nächsten Sektor, Rock Controlled, und hoffe, dass dort ein Store in der Nähe ist, denn ich habe richtig viel Scrap, aber leider keine Möglichkeit auf Reparatur. Und hier ist auch kein Shop. Das ist nicht gut. Wir haben nur noch 6 Balken. Und ja, das könnte bald unser Ende sein. Ich könnte natürlich ein bisschen Scrap investieren, um ein besseres Schild auszubauen. Allerdings hätte ich dann wenig zum Reparieren, ne? Aber wahrscheinlich ist das sinnvoll. Ich werde hier mal 2 Balken kaufen. So. Und jetzt 2 Balken investieren, um mein Schild aufzubessern. Defense ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich bringe mal hier unten hin in die Hoffnung, dass dort ein Shop in der Nähe ist. Und unser Fuel geht auch langsam aus. Uiuiui. Okay, das ist ein Rock. Was haben wir denn hier? Wir haben ein kleines Raumschiffchen von den Rock. Und aha, okay, und die wollen kein Teil ihrer eigenen Heimatwelt sein, in der es irgendwie nur um Lügen und so weiter geht. Und ich würde sagen, wir sind dann einfach mal ehrlich. Okay, und ja, sie antworten nicht mehr, weil sie sich nicht sicher sein können. Und da ist ein Store, Gott sei Dank. Da ist ein Store, da können wir es reparieren. Wow, sehr gut. Oh, jetzt fühle ich mich wesentlich besser. Und wir können hier diese und die Personen-Drohnen verkaufen. Oh, da ist eine Boarding-Drohne. Ich verkaufe die. Da ist tatsächlich eine Boarding-Drohne. Aber jetzt muss ich erstmal Fuel aufstocken. Das ist jetzt viel wichtiger. Und ich würde sagen, ich kaufe noch ein paar Drohnenparts dazu von dem Restgeld, oder? Ja, genau, davon kann man nie genug haben. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall alles wieder etwas entspannter und ich fliege hier mal nochmal zurück, so oben dann die Runde rum und werde mal gucken, dass ich hier ein bisschen was scouten kann. Genau, ein bisschen entdecken, Christoph Kolumbus spielen und Dinge finden. Okay. Wir haben ein kleines Schiffchen, was sich mit uns anlegen will. Und ich würde sagen, oh, die haben einen Teleporter. Und eine Medbay. Das ist nicht gut. Soll ich eine Small Bomb investieren? Ich weiß es nicht. Die haben nur 2 Schilde. Vorausgesetzt, dass ich treffe. Ah, ich weiß. Dann werde ich einfach mal meine Leute in ihr Cockpit schicken. In der Hoffnung, dass sie dann die Ausweichchance auf 0 reduzieren und mein Laser dann auf ihre Waffensysteme schießen kann. Ja. Okay, wunderbar. Und ich werde schon mal meinen zweiten Teil der Crew klar machen. Die sind auch gleich bereit. Und oh, wir haben Besuch. Wir haben auch Besuch. Ich würde sagen, Rock gegen Rock plus Zoltan sollte genug sein. Und der zweite Teil der Crew ist auch bereit und die schicke ich mal in die Medbay vielleicht. Jetzt gehen wir alle in den Schildraum und dort können sie ganz entspannt weiterkämpfen. Laser geht ja auf ihr Waffensystem, das ist also soweit ganz entspannt und boah, von dem Rest muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Ich könnte jetzt mal meine Defense-Drohne aktivieren. Aber ihr Waffensystem ist gerade deaktiviert worden. Also, kein Problem. So, dann gehe ich jetzt mal. Ist das. Oh, man kann das ja überhaupt nicht sehen mit diesem neuen. Mit diesem neuen verstärkten Icon hier. Kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Ob die. Jetzt muss ich mal die Leute suchen. Wo sind sie denn? Sind die hier drinnen? Ja, genau, da sind sie drin. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, was das Icon da drunter ist. Das ist gar nicht mehr so gut. Also ob das System rot oder orange ist. Also das konnte man jetzt echt nicht gut sehen. So, wir haben es geschafft. Wunderbar. Alle in den Raum. Zurück mit euch. So, wunderbar. Rock. Achso, den Medbay sollte man natürlich mal anmachen. Ich kaufe mir mal einen neuen Energiebalken. Das ist auf jeden Fall nötig. So.
Und zwei von euch können direkt mit rein. Und die beiden Engies sollen hier mal ein bisschen reparieren. Ja, das gestreifte Muster sieht doch ganz gut aus. Wahrscheinlich markiert dieses Muster, dass man dort gerade Leben verliert. Würde ich jetzt zumindest mal schätzen. So, das ist ja unser Schildmann, genau. Ihr beiden könnt es raus, Engies rein und... Das sind echt zu viele Leute mittlerweile hier. Aber, Caris steht vor der nächsten Stufe seines neuen Pilotenscheins. So. Okay, ja. Fertig. Und Pips. Der weiß, warum läuft das jetzt so langsam? Ich habe keine Ahnung. Ja, so, Mantin nach oben. Türen zu. Und manchmal hier im Projekt. Gut. Hier komme ich wieder runter, das ist gut zu wissen. Oh, Gumpo. Gumpo braucht mal ein bisschen Heilung. Ah, okay, hier, selbe Taktik wie eben. Leute rüber und zwar in ihr... Ich könnte diesmal gleich in ihr... Genau, ich gehe diesmal gleich in ihren Engine-Raum und schieße gleich ihre Waffen und... Ja, wir haben Mantis und Rox hier. Okay, kein Problem. Meine anderen Leute schicke ich da auch gleich mal. Und zwar jetzt. So, wunder. Jetzt gibt es ein bisschen Proppchen hier für die netten Leute. Nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt mal meine Defense-Drohne aktivieren. Genau, genau. Das wäre jetzt nämlich nicht gut, wenn ihr... wenn ihre Raketen durchkommen, kommen sie aber trotzdem. Super. Ganz großes Kino. Rocky, reparier mal das dort. Das ist ja total... total unentspannt. Sie haben auch noch einen... Beam. Jetzt wird's langsam kritischer, aber meine Drohne hat immerhin eine ihrer... Ja, macht ihn fertig. Genau. Wunderbar. Wir haben's geschafft. Hey, und kriegen einen Iron Blast. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir ja nur mal irgendwie die Leutchen heilen, also das Feuer auspusten, währenddessen gehst du dich mal hier heilen. Wir kriegen 77% Sauerstoff, das ist, naja, ein Drittel. So, okay. Heilen und schnell reparieren. Genau, reparieren wichtiger als heilen erstmal. Okay, so, wunderbar. Den Philips, nee, den Gumpo. Gumpo muss auch mal kurz hier rüber. So, und Philips geht wieder in sein Waffenarsenal. Gumpo geht wieder in den Engine-Raum. Und dann holen wir die Leute rüber. Oh, na. So. Okay, ihr beiden zuerst. Die Vorhut darf sich auch zuerst heilen. Und die Nachhut. Die Nachhut. Bestehend aus, na, wer ist das eigentlich? Ja, Maxim und Sophia. Auch Sophia ist ein weiblicher Mantis. Eine weibliche Mann. Naja, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich sagen will. So. Ach ja, ich erinnere mich. Ich hatte ja gestern versucht, den Weapon Pre-Igniter zu finden. Hab ihn aber wohl nicht bekommen. Ja, genau, da war ja was. So. Ich überlege, was ich als nächstes ausbauen könnte. Warum habe ich eigentlich die Sensoren noch nicht ausgebaut? Das ist ja totaler Quatsch. Das muss ich auf jeden Fall mal machen. Ich kann ja gar nicht in die anderen Schiffe reingucken. Warum habe ich das denn noch nicht gemacht? Das ist ja grob fahrlässig, würde ich sagen. So, drei Rocks haben wir hier. Gleich sind ein paar weniger. Ich würde sagen, ich gehe wieder in den Schildraum. Und mit meinem Laser schieße ich auf ihr Waffensystem. So, wunderbar. Nächsten Leute rein. Und gleich könnt ihr auch mitspielen. Ja, Rakete. Soll ich meine Defense-Drohne aktivieren? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht besser. Ich bin ja, was Drohnenparts angeht, noch ganz gut dabei. Soll ich ihn hier deaktivieren? Vielleicht den Teleporter gerade mal kurz. So, Defense-Drohne. Und Teleporter geht rüber. Okay, so, jetzt haben wir genug Zeit. Oh, schon wieder das Sauerstoffsystem. Das ist aber unschön. Und ich habe es nicht geschafft, ihr Waffensystem komplett auseinanderzunehmen. Also irgendwie,
Irgendwie ist heute der Wurm drin. Egal, ein Rock ist schon mal weg und der andere geht jetzt auch dahin und jetzt können wir ihr Schild runternehmen und überhaupt ist das alles ganz entspannt, während der andere Rock sich heilt, aber das ist ja auch kein Problem. So, der wird jetzt hier gerade, ich denke, der wird diesen Raum nicht mehr lebend verlassen. Mit vier Mantis, kommt er wirklich dann nicht mehr raus. So, wunderbar, alles gemanagt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was hier nicht so gut ist, ist gerade das Sauerstoffproblem und das Feuerproblem, das hier gerade um sich greift. Deswegen würde ich sagen, die Engies müssen mal dahin und du gehst hier hin. So. Machen wir das doch so. Genau. Und euch hole ich gleich zurück, wenn das Problem gelöst ist. Karis hat alles repariert, wunderbar. Und Mr. Fenn kümmert sich hier auch wunderbar um die anderen Geschichten. Ich würde sagen, ich sollte jetzt langsam mal meine Ausweichchance erhöhen, denn drei Schilde sind eigentlich eine ganz gute Sache. Oder soll ich die vielleicht ausbauen? Oder ich gucke, ob ein Shop da ist. Was? Nein. Ah, interessant. Oh, gut. Hier wird nämlich jetzt gefragt, ob ich denn wirklich wegbeamen will, während meine Crew weg ist. Das will ich natürlich nicht. Ich wollte ja nur mal gucken. Keine Angst, liebe Leute. Ich lasse euch nicht im Stich. Genau, ich wollte nur mal gucken, das sagen sie alle, ne? So. Und zwar, ne, hier ist kein Shop. Tja, ich überlege, wie ich das mache, ob ich vielleicht in meine Ausweichchance investiere. So, ihr könnt hier auch mal was reparieren. Du bist mal da oben hin, du auch. So, Türen zu und alle sind soweit geheilt, genau. Ausweichchance könnte eine nette Sache sein oder die nächsten Schilder. Wird mich 180 kosten. Ausweichchance kostet mich jetzt zum Beispiel nur ein bisschen was. Es könnte sich natürlich schon lohnen. Oder die nächsten Doors. Also das mache ich auf jeden Fall mal. So. Ihr beiden kommt hier runter und du gehst auch gleich dahinter. So. Ja, weil nämlich Raketen sind eigentlich derzeit mein größtes Problem. Vielleicht sollte ich das einmal machen. Und hier noch zwei Balken dazu und dann alles hier rein pumpen. Und dann habe ich nämlich jetzt schon mal 34% Ausweichchance. Ist eigentlich ziemlich wenig. Warum? Ja, na gut. Werde ich mir gleich mal angucken, warum das nicht besser läuft hier. Aber, oh Mann, jetzt bin ich schon gesprungen, aber ich will ja eigentlich sagen, dass die Episode schon zu Ende ist. Genau, und was wir hier jetzt im nächsten, in der nächsten Situation machen, würde ich sagen, erklären wir in der nächsten Episode.